Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zu Project Hospital hier auf diesem Spielebund-Kanal. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute müssen wir natürlich weiter basteln, bauen und umräumen und unser Krankenhaus erweitern. Denn was ist ein Krankenhaus ohne eine funktionierende Intensivstation, die wir natürlich heute errichten wollen? Hier seht ihr das Erdgeschoss, das ja schon relativ gut gefüllt ist, sag ich mal. Wir haben in der letzten Folge hier auch so eine neue Fläche hinzugewonnen. Da wir, also wo wir dann irgendwann mal schauen, ob wir die stationäre Aufnahme in der Notaufnahme. Ist ein bisschen verwirrend, weil bei uns in Deutschland gibt es das so von der Bezeichnung nicht, ja. Also bei uns gibt es ja Notaufnahme. Und es gibt diese Arztpraxen ja gar nicht so. Also eigentlich kann man sagen, wir können eigentlich sagen, dass alle die bei uns in den Arztpraxen hier oben behandelt werden, das ist so eine Art, ja, wie sagt man denn, ärztlicher Bereitschaftsdienst. So kann man das eigentlich sagen. Und die wirklich schwer betroffen sind, die kommen in die Notaufnahme, was dann hier wäre. Da brauchen wir aber keine, da haben wir aber keine Warteräume in diesem Sinne. Ja, die werden dann von hier oben drüben und dann werden sie rübergeschickt. So wäre es natürlich auch wünschenswert im wahren Leben. Nur leider ist es, na, genau das Gegenteil. Die Notaufnahme wird zugemüllt von Leuten, die eigentlich dahin gehen müssten. Hier im Spiel, oh, Patientin kollabiert. Das heißt, rette einen Patienten, nachdem er einmal kollabiert ist. Und das wird wahrscheinlich jetzt funktionieren. Wir gehen mal direkt zu ihr. So. Und wo ist die jetzt? Wo ist sie denn kollabiert? Hä? Ach, die liegt da. So, die rennt schon. Die Esmeralda. So heißt sie wahrscheinlich gar nicht. Die Swantje. Swantje Egger. Die rettet die jetzt. Da kommt schon die Susanne. Mit der Trage. Und die Erika wird aufgeschuppert. So, wo kommt sie jetzt hin? Wahrscheinlich hier in den Schockraum. Ja. In den Schockraum wird sie rübergehievt. Jetzt rennt auch der Arzt. Heißt der nicht sogar Erik? Nee, Emil heißt er. Aber mit E. So, sie überlegt. Überlegt, nicht überlegt, überlegt, was könnte denn. Ach, ich habe ganz vergessen, den Timer einzustellen. Machen wir ab jetzt. Auftrag abgeschlossen. Sehr gut. Assistenzärzte. Okay, ich kann jetzt Assistenzärzte wahrscheinlich kostenlos übernehmen, wenn ich das richtig verstehe. Was hat die denn? Was Kardiologisches? Da wir natürlich keine Kardioabteilung haben, wird wahrscheinlich die Patientin hier aufgenommen. Da wir keinen Platz haben, kommen sie wahrscheinlich in ein anderes Krankenhaus. Schauen wir mal. So, keine eindeutige Diagnose. Was haben wir denn hier? Halswunde. Unfallchirurg. Also es ist unfallchirurgisch. Das haben wir nicht. Das ist am wahrscheinlichsten. Dann schicken wir die einfach in ein anderes Krankenhaus. Ja, wegschicken. Gut, also dann halten wir uns gar nicht so lange auf. Wir machen heute unsere Intensivstation und zwar in diesem Bereich, würde ich sagen. Den nutzen wir. Vielleicht können wir sogar hier diesen kompletten Trakt mit denen hier, also das so dieses L, dafür nutzen, dass wir Intensiv und IMC unterbringen. Zumindest die IMC vielleicht. Packt man die auch irgendwann hier vorne hin? Da müssen wir mal gucken, weil die ist schon sehr, also ich habe sie schon sehr geräumig gestaltet. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, ob die intensiv hier hinpasst. Oder wir packen die in den, nee, ich hätte die gerne hier hinten. Weil dann können wir nämlich hin noch einen Fahrstuhl hinbauen. Irgendwie hier so hin. Oder vielleicht auch hier mittendrin. Ne? Kann ja meinen anzeichnen. Mit diesem Fahrstuhl kommt man dann direkt von hier auf Intensivstation in den OP-Trakt. Gut, hier vorne haben wir natürlich einen, aber da ist hier so das Laufgeschäft.
Ja, müssen wir mal gucken. Der kostet eh viel zu viel. So, dann gehen wir mal in den Baumodus. Und da würde ich sagen, baue ich jetzt erstmal hier das, das Areal ein, auf, aus. Ich habe schon wieder kein Geld mehr. Ja, ich habe schon ganz schön viel. Wir müssen bald mal wieder, kann nicht aufgenommen werden. Ja, okay. Wir müssen auch demnächst, ich muss mal demnächst mal so ein paar Tage durchlaufen lassen, dass wir einfach mal ein bisschen Geld haben. Das kann ich ja dann offline machen. Das ist ja überhaupt nicht das Problem. Zeichnen wir die Wände ein. So, genau. So, und jetzt müssen wir überlegen, intensiv ist das hier. So, also den Gang würde ich natürlich hier weitermachen, den Korridor. Fast überlegen, ob wir den durchziehen, aber hier hinten ist ja eigentlich nichts mehr. Hier hinten ist nichts mehr. Weil da können wir hier hinten noch so eine IMC machen. Ist eigentlich ein bisschen zu klein, ne? Oder so, wir könnten diese Räumlichkeiten nutzen für Reinigungsräume. Da brauchen wir in Zukunft ja noch ein paar mehr. Das mache ich erstmal so. So, was brauchen wir denn alles? Wir brauchen natürlich die Intensivstation, Abstellraum, Schwesternzimmer, Bereitschaftsraum, Korridor, Fahrstuhl. Gut, das ist alles noch da, ist klar. Aufenthaltsraum macht Sinn. So, ich habe mir gedacht, ich weiß noch nicht, wie rum ich das hier platzieren will. Also, ich habe mir gedacht, das Schwesternzimmer kommt so in die Mitte oder der Schwesternbereich. Der kommt, ich zeichne es einfach mal so an, damit man so ungefähr weiß. Und Bereitschaftsarzt auch. Kommt da so hin. Und intensiv kommt dann quasi so drumherum. So ist es auch oft in normalen Intensivstationen, dass man in der Mitte quasi die Arbeitsinsel hat. Und ringsrum die Patientenzimmer, an die man dann relativ schnell hinkommt. Ja. Damit man einfach keine langen Wegezeiten hat. Und das macht auch bei uns viel Sinn, weil wir, ja, wenn wir lange Wegezeiten haben, dann müssen wir auch mehr Personal einstellen, weil ansonsten kommen die irgendwann nicht mehr hinterher. So, dann kann man das hier, ich kann das ja eigentlich weiterführen, weil da müssen wir nicht immer alles doppelt und dreifach machen. Das würde ich mal bis hierhin machen. Dann setze ich hier mal eine Wand ein. Da würde ich sagen, wir nehmen für Intensivstation rote Fliesen. Ja, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das führen wir bis hier vorne fort. Und dann wird es hier ein großer Intensivraum. Ja, kann ich ja da weiterführen. Bis hierhin. So, dann machen wir hier, was haben wir hier denn für Doppbeten? So. Machen wir die da rein. Und bevor jetzt irgendwas kommt, würde ich jetzt sagen, wir gucken erstmal, wie es vom Platz her überhaupt hinhaut. So, wir haben entweder die Betten oder die Betten. Ich würde jetzt die Betten nehmen, die finde ich irgendwie richtig geil. Ja, mit dem Glas und so, die finde ich halt richtig. Die finde ich toll. Ja. So, ich würde hinten mal anfangen. Hier so. Ach so, die Frage ist natürlich auch, ob wir die so machen wie hier. Oder ob wir so einzelne Räume machen. Wo eine Person reinkommt. Wisst ihr, was ich meine? So, an die Seite. Mach das mal so. Dann kann ich ja hier hinten mal anfangen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen... Ich setze es jetzt erstmal. So, das heißt, was brauchen wir alles? Wir brauchen hier so die ganzen, ganz viele Gerätschaften. So, verbesserter Patientenmonitor. Den machen wir auf jeden Fall. Ach so, nee. Das ist das hier.
Welche Farbe nehmen wir da? Grün, auch rot. So, da haben wir das. Und das natürlich. Dann diese Konsole, die brauchen wir nicht zwingend, aber irgendwie finde ich es ganz, ganz nett. Wir brauchen so ein Beatmungsteil. Beatmungsgerät nennt man das auch wahrscheinlich. Ach so. Ja, das kann so orange bleiben. Wir brauchen einen mobilen Arbeitsplatz. Den könnten wir eigentlich direkt hier vorne hinsetzen. Oder wir setzen, wo setzen wir den hin? Hier so hin. Dann haben wir 1, 2, 3, eine Vierer Breite. Ich würde nämlich eigentlich hier dann noch so ein Waschbecken hinsetzen. Deswegen setze ich den jetzt mal da in die Ecke rein. Und dann gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Ein fahrbarer Geräteschrank. Das finde ich natürlich auch wichtig. Dann setzen wir den dahin und das zum Eintippen machen wir dahin. Ich mache schon mal eine Wand hin, damit wir das einfach besser mal einschätzen können. Also wenn ich das jetzt richtig sehe, müsste das jetzt ein 4x4 Teil sein, oder? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ja. Oh, egal. Was brauchen wir noch? So, dann das, was ich gern hätte, ist dieses Waschbecken-Ding. Ist alles in Rot dann. Ach, da kommt der nicht mehr dran dann, wenn ich sie hinsetze. Aber so schon. Was ist denn, wenn ich da so einen Eckschrank einsetze? Wo habe ich denn jetzt den anderen Schrank? Hänge, Schrank mit Türen. Ah, das ist wieder das Problem. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd, dass das dann das blockiert. Das gefällt mir nicht. Wie können wir das denn gestalten? Ich kann natürlich auch das hier hinmachen. Das würde eigentlich auch reichen. Das dahin. Haben wir irgendwo ein Waschbecken? Nee, ne? Ach doch, hier. Das sieht irgendwie so aus. Na, egal. Und dann dieses Hängeregal. Falls man irgendwelche kleineren OPs, ja, wahrscheinlich hier nicht, aber falls man irgendwas braucht, so, was ich, wie, man weiß doch nie, ne? Ein Defibrillator, den können wir natürlich hier reinpflanzen. Direkt am Eingang, da kommt man direkt hin. Wenn man reinkommt, zack, den Defi mitnehmen. Gut. Dann haben wir hier noch drei Gerätschaften. Dazu komme ich gleich. Ich suche jetzt gerade noch so einen Tisch. Wo ist denn dieser faltbare, genau, dieser fahrbare Tisch hier unten, den meine ich, den Gerätetisch. In. Ja gut, ich sehe aber nicht, welche Farbe das ist. Den können wir hier hinsetzen und da kommt hier dieses CRP-Analysator hin. So, dann haben wir unser kleines Zimmerchen. Ich mache mal die Wand hier weg, weil dann kann ich die nämlich kopieren. So, eine Tür. Wir können natürlich. Ach, das geht nicht. Warum geht das nicht? Das geht wegen dem nicht. So, dann mache ich das dahin. Jetzt geht die Tür auch nicht. Warum geht das nicht mit der Tür? Ich will mal gucken, wenn ich das rausmache, geht dann das? Ach, dann geht das. So, ich mache mal rein. Komisch. Jetzt geht's. Aber dann können nämlich die. Dann kann ich das Personal von draußen sehen, wie es dem Patienten drinnen geht. Und der hat aber seine Ruhe. Ja, also das
ist er dann so ein bisschen abgeschirmt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und mit so einer Schiebetür nimmt es auch überhaupt keinen Platz weg. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn es hier noch ein paar mehr Türen und Fenster gäbe. Aber gut, das ist halt jetzt so. Und dann machen wir hier noch diese Lamellenfenster rein. Zwei Stück, die wir dann nämlich auch schön aufmachen können, damit mal Licht reinkommt. Boden brauchen wir noch. Welchen nehmen wir denn? Ich würde tatsächlich wieder den Linoleumboden nehmen. Wenn wir dann mal den dunklen nehmen. In Orange. Also wieder rot finde ich irgendwie ein bisschen. Oder wir nehmen Grau. Setzen hier so. So ein Kasten. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Also wirklich freundlich sieht es jetzt nicht aus, ne? Was ist denn, wenn wir das nehmen? Oder so dunkelgrün. Das ist doch auch ganz nett eigentlich. Grün und rot. Ja, warum eigentlich nicht? Genau. So. Ja, dann brauchen wir, glaube ich, doch ein bisschen einen kleinen Flur oder Korridor, wie es hier heißt. Machen wir so einen Zweierkorridor einmal hier durch. Genau. Und Trick 17. Also ITS, dann machen wir hier noch. Ah, die Verbindung rein, genau. Wobei, echt egal. Denn wir brauchen Blutanalysegerät und dieses mobile Ultraschallgerät. Und wenn ich das natürlich in jedes Zimmer reinsetze, dann sind wir ordentlich viel Geld los. Von daher macht es Sinn, eine große Fläche zu machen und die dann hier so zentral zu platzieren, sodass sie dann von jedem genommen werden kann. Und ich will mal kurz gucken, ob das auf diese Schränke hier passt. Mal gucken. Nee, natürlich nicht. Dann würde ich tatsächlich nämlich so einen Schrank nehmen. Mal gucken, ob ich einen finde. Nee. Muss die mir mal abkopieren. Nee. Nee, will ich nicht. Ich will da den. Nein, das ist ganz einfach. So. Wenn es nicht geht. Hoppala. So, und dann stellen wir den dahin. Genau. Blutgasanalyse. Und dieses Dingsgerät. So, und dann können wir noch überlegen, ob wir da so einen Hängeschrank drüber setzen. Was der eigentlich Sinn macht oder auch nicht mehr. Darüber kann, da kann ich es nicht platzieren. Ja, dann lassen wir es weg. Dann lassen wir es weg. Dann brauchen wir es auch nicht. Genau. Und den Raum, damit wir auf so irgendwas kommen hier, den kopieren wir uns jetzt und setzen jetzt genau nochmal so hin. Und wahrscheinlich werden wir jetzt ins Minus gehen, aber wir können es auch bauen. So, und wieder muss ich unser Volumen etwas erhöhen. Mal gucken, wie lange das noch so gut geht. Hoppala. So, jetzt haben wir erstmal vier Räume. Das sollte erstmal reichen. Jetzt brauchen wir natürlich noch das Schwesternzimmer. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Also, wenn ich hier auch vier mache. Dann haben wir hier so einen Dreierraum für das Schwesternpersonal. Wenn ich hier aber auch vier mache, dann passt einer hier rein. So, wartet mal. So, dann tue ich den jetzt mal hier abknupsen. Ah.
mal neu ein. So, hier auch 4. 4. Gut, ich kann ja das genauso weit machen wie da drüben auch. Dann haben wir nämlich dann schon mal 8. Wenn wir das jetzt noch mitnehmen, das machen wir jetzt einfach nochmal, dann haben wir dann 10 Betten. So, dann hätten wir 10 Betten. Hier mache ich das auch gleich nochmal. 2 nach drüben, damit wir das eigentlich parallel dann haben. Und Schwesternzimmer. Mache ich jetzt. Eigentlich könnte es ja auch so. Ich mache das mal so. Genau so, Korridor. So, und die Ärzte, die platzieren wir hier vorne hin. Mal gucken, ob es überhaupt ausreicht. Aber eigentlich hätte ich hier vorne gern noch Eingang. Dann packen wir die Ärzte. Wo packen wir die Ärzte rein? Können wir hier auch hier vorne reinsetzen? Dann sind wir halt nur bei 4. Erstmal wahrscheinlich bei 8. Das macht ja auch Sinn. Okay. Dann platziere ich mal den Boden. So, da werde ich jetzt aber grau nehmen. So, damit wir einfach mal sehen. Genau. Kann ich hier oben auch so machen. Das Schwestern, der Schwesternbereich, den würde ich tatsächlich mit Fliesen wieder machen. Wir machen mal kleine Fliesen. Oder doch wieder die großen. Wie sehen die nochmal aus? Ja. Mit Fliesen bestücken. Und das Arztzimmer, das machen wir auch mit Grau einfach. Oder wir machen Grün weiter. Das ist einfach so übernommen worden. Ach so, jetzt gehen die Striche da weiter. Na egal. Es ist egal. Das Spiel macht es nicht so, wie ich das möchte. So, wie viel Erze brauchen wir denn? Gut. Ein jeweils pro Schicht, also mindestens. Wir können natürlich auch mehr platzieren. Ja, dann setzen wir auch erstmal einen hin. Also rein theoretisch kriegen wir 2. Ich mache mal auch, wir bereiten mal für 2 vor. Ich klatsche da jetzt einfach mal das so rein. Er kriegt eine Ablage. Dann müssen wir natürlich das hier noch zumachen. Beiden Seiten natürlich. So, und hier machen wir natürlich auch die, damit man zugucken kann, wie die Ärzte arbeiten. Naja, gut. Genau, die Rollos, damit es einfach identisch ist mit den anderen Zimmern. So nach dem Motto, wir haben es, wir haben mal drauf hingearbeitet. Und wenn wir wollen, können wir das ummünzen. Gut. Schwesternzimmer. Also, hier brauchen wir auch ein bisschen was. Da müssen wir mal gucken. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwo Wände reinbasteln. Wo wir ein bisschen was machen müssen. Ich habe auch schon eine Idee. Ich würde nämlich sagen, wir bauen hier eine Wand ein und hier. So. Blub, blub, blub. Die machen wir dazu. Und dann machen wir hier so, so eine normale. Obwohl eigentlich können wir auch die nehmen. Oder die mit Viereck. Nehmen wir doch die. Einmal hier rein und einmal.
Oh, das ist aber ein sehr enger Flur, ne, Leute? Da kommt man ja nur mit einer Trage durch. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Nee, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Das, sorry, aber das ist jetzt so. Ich reiße jetzt nochmal, obwohl ich kann es ja einfach Vorlage kopieren, verschieben. So, mindestens... Das ist halt da nicht... Hat es das da nicht gelöscht? Genau. Ja, sorry Leute, aber das, das geht nicht. So, Korridor. Das habe ich mir gedacht, das wird jetzt gelöscht. So, Korridor. Aber, das hat jetzt den Boden nicht mitgenommen, ist klar. Hier oben müssen wir dann natürlich auch einen Zweier-Korridor machen. Gut. Ist doch alles schnell geregelt hier. Und dann müssen wir einfach nachher dann die, die Überwachungsstation von der Orto. Jetzt habe ich das helle genommen. Ja, ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Und hier setzen wir nochmal die Fliesen ein. Ich hoffe, das waren die. Ja. Aber das gefällt mir trotzdem nicht mit den hell. Das geht so nicht. Da rebelliert immer mein inneres Auge, ne? Das geht einfach nicht. So. Und da haben wir auch mehr Platz. Das gefällt mir doch schon besser. Gut. Und hier kommt so die Waschküche rein. Also wo dann auch die Fäkalien hinkommen. Obwohl das Spiel halt nicht macht, aber ne? Wir wissen ja alle, wie es abläuft. Jetzt muss ich nur den Schrank finden. Das ist der Hängeschrank. Hier ist der Schrank mit Türen. So, da kommt hier ein Waschbecken rein, wenn ich es finde. Hier ist es. Obwohl. Ne, das löschen wir mal raus. Und wir machen hier so eine Laborspüle rein. Das sieht irgendwie ein bisschen realistischer an. Aus, meine ich natürlich. Wo ist jetzt der Hängeschrank hin? Hier. So, dann gibt es einfach ein paar Materialien, ja, die unser Pflegepersonal aus den Schränken holen kann. Belassen wir es erstmal dabei, weil mir fällt jetzt gerade nicht so wirklich ein, was wir da noch reinsetzen können. Doch, wir können da noch so ein Regal reinsetzen. Ich habe noch eine Idee. Das kommt jetzt nochmal raus. Und dann setzen wir hier so Regale rein, wo dann noch irgendwas gelagert wird. Machen wir hier wieder zu. Muss ich natürlich die Wände wieder anmalen. Das ist halt immer ein bisschen nervig hier, ne? Das muss ich schon sagen. Genau. So, hier draußen kommen diese Teile unter. Grau. Da sind nämlich die Medikamente drin. Und auch hier wollen wir wieder so einen Tisch haben. Ich hoffe, ich kann es... Den kann man irgendwie nicht dingsen. Das gibt's auch gar nicht. Naja. Naja, hier ist er auch gleich. Ich habe trotzdem zu wenig Platz hier, Leute. Ich hab zu wenig Platz. Wie mache ich denn? Das ist eh unsymmetrisch.
Mach ich so. Ja. So, und das Essen. Das will ja auch noch da sein. Da brauchen wir nochmal eine extra Küche eigentlich, ne? Wo wir auch so irgendwas warm machen können. Aber eigentlich, auf, Moment, auf Intensivstation, wir kriegen das geliefert. Wir kriegen das geliefert von unserer hauseigenen Küche, die wir jetzt noch nicht haben. Und dann stehen diese Teile stehen dann da. Und wir brauchen noch Arbeitsplätze. Aber nichtsdestotrotz können wir trotzdem da so einen Schrank hinstellen. Und einen Hängeschrank. Genau. Und eine Spüle da einbasteln. Wieso geht das nicht? Hä? Was will mir das Spiel damit sagen? Wieso geht denn das nicht? Weil das da steht oder warum? Das muss ich jetzt nicht für. Ach, das geht mit dem Schubladending nicht. Ja, ja. Fehler erkannt. Gut. Ja. Und eine Mikrowelle wäre eigentlich noch ganz geil, ne? Moment. Ich finde, wir brauchen eigentlich auch keine. Habe ich hier oben einen Pausenraum irgendwo? Pausenraum, ich brauche eine Mikrowelle, bevor ich jetzt ewig suche. Mikrowelle hier. Dann nehmen wir die mit oben hin. Und die setzen wir jetzt hier hin. Und auch hier packen wir wieder so eine kleine Wand rein. Aber nur so halb. Und dann bleibt das hier offen. Von mir aus können wir hier so ein Fenster reinsetzen. Das geht natürlich nicht. Wie sieht das so aus? Ja, passt doch. Ja. Dann kommt der Schmutz hier rein. Das ist zu. Und dann ist Küche zwar nebenan, aber ja, es ist abgeschirmt. Hier vorne können dann die Medikamente gestellt werden oder gerichtet werden. Dann ist es auch separat. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch so einen kleinen Arbeitsstützpunkt. Keine Überlegung, ob man den hier vorne mit hinsetzt. Die Zeit ist schon wieder um. Aber das ist jetzt auch ein bisschen mein Verschulden, weil ich das hier nicht, weil ich das nur umbauen musste. Das machen wir jetzt noch fertig, würde ich sagen. Und hier ziehe ich den Stützpunkt noch ein bisschen. Ich mache den jetzt einfach bis hier vorne hin. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Die Wand kommt raus. Und wir nehmen hier. Das können wir nämlich auch machen. Wir nehmen hier diesen Tresen. Weil hier kommt ja eh nicht jeder hin, ne? Also man kommt ja hier nur. Obwohl, aber so viel Platz ist dann auch nicht. Und wenn ich hier was reinmache und da, dann, das geht ja nicht. Das heißt, es geht nur einseitig. Das ist blöd. Ach, Mann, ey. Das heißt, ich kann es nur auf eine Seite packen. Aber die Dinger will ich trotzdem nehmen. Nehme ich natürlich rot. Wo ist denn das über Eck hier? Ne, das will ich nicht haben. Ich will das hier. Ja. Dann gucken die auf die Küche. Das will ich eigentlich auch nicht. Läuft nicht so, wie ich das möchte.
Dann wird das jetzt auch hier im Zuhörerraum fertig. Aus die Maus, basta. Hier nur noch eine Tür reinhocken. Machen wir wieder hier die. Von beiden Seiten. Und hier setzen wir. Ja, können wir auch nochmal Schränke reinsetzen. Auch nochmal so ein Regal. Noch irgendwas anderes. Großer Wärmeschrank. Jetzt setzen wir auch noch mit da rein. Gut. Dann haben wir hier das, was ich jetzt wollte. Wenn ich es jetzt finde, ja. Das ist der falsche. Ach so, ich kann das natürlich auch so machen. Ich habe nämlich eine Idee. Und zwar setze ich... Warum ist denn das so weit auseinander? So, PC 1, 2, 3 und schon mal 3 Sitzplätze. Und jetzt kommt's. Damit es ein bisschen geiler aussieht. Das finde ich nicht. Die haben hier... Also wir tun jetzt einfach mal so. Die haben ja noch so Bildschirme hängen, wo die Daten von den Patienten so angezeigt wird. Das ist doch cool. Ich finde das irgendwie cool. Wie viel brauchen wir denn? Brauchen wir eigentlich auch nur eine? Wir könnten natürlich das Schwesternzimmer hier nochmal ein bisschen erweitern. Aber eigentlich will ich das nicht. Nee, das mag ich nicht. Dann setzen wir hier noch die Wände ein. So. Genau. Dann kommen aber... Doch, dann passt das doch eigentlich auch. Der Boden wird nur noch anders gemacht. Da würde ich sagen, machen wir hier roten Linoleum rein. Und hier vorne machen wir das genauso. Dann haben wir nämlich in den Küchenbereichen Fliesen. Das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt, ne? Also wir können ja da durchaus noch ein bisschen, wir haben da durchaus noch ein bisschen Optimierungsmöglichkeiten. Aber wir brauchen tatsächlich auch noch ein bisschen was anderes, sehe ich gerade. Wenn ich das jetzt hier hinsetze, das geht trotzdem. Oder können wir die nicht noch hier innen drinnen mit hin? Naja, ich... Müssen wir hier vorne mit hinten dran setzen. Ich lösche das mal. Ja. So, die Tragen. Die können wir auch hier auf dem Flur absetzen. Würde ich jetzt mal sagen. Ist halt alles hier ein bisschen enger bei uns, nicht? Dann kommt... drüben noch eine Liege hin. Rollstuhl. Können wir auch noch irgendwo hin platzieren. So. Drüben auch noch einer hin. Ich kann es jetzt nicht gerade sehen. So. So, dann stehen da zwei Liegen und vier, obwohl zwei Liegen wahrscheinlich ein bisschen wenig ist. Plötzlich ist da einfach nochmal hin. Also, das Ganze ist natürlich jetzt nicht, ich überlege es auch mal, ob wir es so lassen. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Zugang. Den Zugang könnten wir jetzt entweder so... oder damit gestalten, was ich eigentlich ganz gut finde.
hier und hier. Und haben wir hier noch Fenster rein? Nö, ne? Nö. Gut, dann stellen wir noch schnell Personal ein und dann, ach so, das, doch haben wir ja, genau. Personal, wir brauchen Personal. Aber ich, warum geht das denn jetzt nicht? Ich habe doch alles jetzt gemacht. Ach, einen Abstellraum habe ich noch nicht. Dann machen wir den Abstellraum, machen wir hier drüben hin. Wenn wir ein bisschen größer gestalten. Ah, die Folge zieht sich wieder. Ich weiß es schon wieder. Ich kann aber auch nichts dafür. So. Haben wir eine ganz. Obwohl, können wir ja die Tür reinmachen. Dann setzen wir jetzt einfach nur schnell Schränke rein. Drei Stück an der Zahl. 1, 2, 3. So ein Waschbecken. Haben wir zwei Stück und diese Mülleimer. Boden. Rucki-zucki sozusagen. Welchen Flur haben wir denn hier draußen? Grau, ne? Dann machen wir das doch auch weiter. So. Hier vorne kommt dann nochmal eine Tür rein. Oder wir nehmen die Tür raus. Kann ich die Tür vorne machen? Ich mache sie mal hin. So. Haben wir jetzt alles? Ja, jetzt habe ich alles. Ach, Toiletten haben wir jetzt gar nicht. Egal, die können hier vorne irgendwie. Wo haben wir denn irgendwo hier für... Ach, hier vorne haben wir Toiletten. Müssen wir das mal mitnutzen. Hihi. Okay, dann haben wir alles. Also, wir brauchen eine Krankenschwester für früh. So, das weiß ich gar nicht. Gab es eine explizite Krankenschwester für Intensivgeschichten? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also, ich würde auf jeden Fall eine gute einstellen wollen mit stationäre Behandlung, Stationspfleger. Sind in der Lage, Symptome bei Patienten zu erkennen und die verschiedene Bedürfnisse. Also, dass wir so beides, das brauchen wir nicht. Die ist ja ganz gut hier. Die kostet mehr Geld, aber die hat schmutzige Füße. Ja. Die ist widerstandsfähiger und die hat frisches Elternteil. Okay. Ach ja. Dann nehmen wir die. Und nachts. Dann nehmen wir die für nachts. So, Arzt. So, was brauchen wir denn hier? Also Anästhesie wäre ganz vom Vorteil, wie man hier sieht. Die sind ja auch alle beatmet, von daher macht das schon Sinn. Dann würde ich hier direkt den Oberarzt nehmen. Und dann würde sie auch die Kate direkt hier einsetzen. Und nachts... gehen wir nochmal neu... Auch ein Oberarzt. Ja gut, muss natürlich auch von beiden Schichten der Oberarzt da sein, ne? Nehmen wir die in den Jena. Tschong! Und wir haben einen Rettungswagen quasi geschenkt bekommen, weil wir jetzt die Intensivstation eröffnet haben. Sehr, sehr nice eigentlich. Und jetzt können wir mal ganz kurz dem Trubel zuschauen. Ja, passiert natürlich nichts. Ja. Lass mal so ein bisschen vorspulen. Ja, also, Leute. Das war's für diese Folge. Intensivstation ist errichtet. Wir haben 4 Betten. Und, ich überlege mal, ob wir das so lassen. Ansonsten... Ja, wir können es ja auch, wir haben jetzt alles immer zusammen hier gebastelt, dann können wir auch die nächste Folge, wenn wir umräumen sollten, das auch zusammen machen. Aber hiermit sage ich erstmal Ade Ole. Ich wünsche noch einen wunderschönen...
Tag, Zeit, Morgen, Abend, wie auch immer. Und danke fürs Zuschauen. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Project Hospital hier auf dem Spielebund-Kanal. Macht's gut. Ciao.